willkommen zurück zu einer neuen Runde Minecraft. Wir waren in der letzten Aufnahme stehen geblieben, hier aus dieser wunderschönen Höhle unser Örtchen fürs Nether-Portal hinzuzaubern. Und zwar habe ich mir das so gedacht, dass wir jetzt hier... Halt, nein, hier die Steine müssen wir raus. Zack, zack, zack. Zack. So. Dann kommen nämlich hier zwei Obsidian hin. Das hier muss alles weg. Na, haben wir hier noch kleine Frame-Einbrüche. Keine Ahnung, woran das gerade liegt. Ich hoffe mal, es wird dann in der Aufnahme nicht ganz so schlimm aussehen. Hallo? Hallo? Ah. So, so und so. Bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob das noch so war. Hier brauchen wir es eigentlich nicht. Also packen wir mal hier Stein rein. Ja, was machen wir da unten hin? Stein. So. So, so, so. Dann kommen hier oben noch zwei Obsidian rein. So. Ah ja, Fackel weg. Dann brauchen wir jetzt Eisen. Super. Die hier können eigentlich auch weg. So. Und die auch. Krass, wieso ruckelt das denn so? Ist ja unglaublich. Eimer. Mann, ey, das regt mich doch schon wieder auf hier. So. So. Und dann machen wir hier dasselbe nochmal. Ey. Wow. Da hat mir schon wieder mein Handy einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich denke mal, hier, das können wir dann auch noch mal ein bisschen breiter machen. So. Also gehen wir mal hoch, schnappen uns ein Feuerzeug. Dann können wir das Portal schon mal anzünden. Ich wüsste gerne, warum es gerade so ruckelt wie Sau. Sekunde mal. Gut, ich habe auch nur Framerate von 10 gerade. 15, 18. Liegt es daran, dass er die Welt noch aufbaut oder? Ich habe keine Ahnung. Gut, was brauchen wir? Ah, jetzt geht's wieder. Jetzt haben wir eine Framerate von. Auch nicht viel. Wir brauchen. Wie war denn das? Feuerzeug war doch. War das ein Eisen und ein. Ein hier. Hier, hier na. Haben wir eigentlich eine Kiste für Kies? Da. So. Mhm. Nein. Da. Da haben wir's. Feuerzeug. Können wir ja eigentlich mal jetzt hier alles ablegen. Stein kann hier rein. Achte behalten wir mal lieber noch. Den Eimer nehmen wir auch mit. Die Steine können noch da rein. Naja, die können da rein eigentlich. Nehmen wir ja den Erde mit. Holz kann hier rein. Ich hoffe mal, die Pfeile reichen dann aus. So. Eigentlich wollte ich ja nicht in Nether mit unverzauberten Sachen, aber das machen wir jetzt einfach mal. Quatsch, nicht Holz. Hier, Stein. Vor
Gerottetes Fleisch, Steak. Da werden wir auf jeden Fall nochmal vorher aufs Feld gehen. Und Weizen ernten. Und dann werden wir mal schauen. So, die Schere lassen wir mal hier. Die brauchen wir jetzt nicht. Zack. Die Schaufel behalten wir mal. Die werden wir zwar... Ne, doch, eine können wir eigentlich hier lassen. Wir brauchen die im Nether nicht. Bis auf den Soul Sand wird da ja nichts abgebaut mit der Schaufel. Birkenholz, Normalholz, Hellholz. Zack. So, die Wolle kann hier rein. Oh, jetzt läuft das Spiel wieder schön flüssig. Das gefällt mir noch. Hoffen wir, dass es so bleibt. Fackeln. Den Eimer, die Erde. Achso, wir haben ja so viel Erde, Mensch. Reicht ja ein Stack eigentlich. Also hier die 44 Erde. Erde, Erde, Erde. Da. So. Wir werden uns mal noch ein paar Fackeln mitnehmen. Nein, Holzkram. Ja, den einen Stick nehmen wir mal noch mit. So. Okay. So. Die nehmen wir mal trotzdem mit. Dann fangen wir mal die zwei Fackeln an und dann brauchen wir noch irgendwas zum Markieren und dann wird das schon. Also wir machen uns jetzt erstmal los zum Feld. Ja. Krass. Liegt das am Haus, dass es hier so ruckelt oder was ist da los? Heftig. Hallo Standbild. Willkommen. Schön, dass du es auch geschafft hast. Krass. Ich hasse das. Ich weiß echt nicht mehr, woran es liegt. Ja, hallo, hallo. Bitte einkriegen. Dann nehmen wir mal die Hacke mit. Dann können wir gleich hier hinpacken. Theoretisch können wir auch die Axt hier lassen. Weil da gibt es kein Holz. Bogen brauchen wir auf jeden Fall. Schwert brauchen wir. Spitzhacke brauchen wir. Und der Rest ist eigentlich so... Pillepalle braucht man nicht wirklich. Dann wollen wir mal das verrottete Fleisch hier noch reinhauen. So. Framerate hat sich erstmal erholt. Ich wette, wenn wir jetzt wieder oben sind, kackt wieder alles ab. Na, noch nicht. Ich kann so nicht arbeiten, echt. Das geht mir um den Sack. Ist auch schön, dass ich jetzt hier einmal außen rumlaufe. Ich glaube, da könnte man in diesem Häuschen noch einen kleinen Hinterausgang integrieren. So dass wir nicht jedes Mal ums Haus rumlaufen müssen. Um irgendwie von A nach B zu kommen. Oh, da geht die Sonne unter. Ich höre schon Zombies. Wo ist unser Feld? Da haben wir es. Können wir uns hier nämlich ein paar schöne Brötchen draus machen. So. Ja, mal gucken. Vielleicht bauen wir uns noch mal irgendwann eine automatische Weizenfarm. So mit Redstone. Also, wie gesagt, ich bin jetzt nicht der Profi in Sachen Redstone. Aber ich glaube, das könnte ich noch hinkriegen. Ich bin reingefallen. So, so. So, 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 so. Dann können wir hier nochmal. Ich weiß ja nicht, wie weit das mit dem Wasser reicht. Ich glaube, es waren 8 Felder oder so. Bin mir jetzt aber nicht so sicher. So. Und so. Gut. Also dann. Obwohl, jetzt können wir ja mal hier rumgehen. Zack. Zack. So, dann werden wir auf jeden Fall nochmal pennen gehen. Dann basteln wir uns ein paar schöne Brote. Und unsere Hungerleiste ist dann auch nicht wieder gerade so der Hit.
So. Also Mission erkannt. Schlafen. Brote machen. Dann gehen wir wieder in unser Lager. Keller. Wie auch immer. Hauen mal die Weizen hier so hin. Zack. Zack. Dann haben wir zumindest schon mal 11 Brote. Die Weizen, das Weizen können wir ja dann bei Grüntrick oder Futterdings. Nahrung. Hauen das mal hier rein. Weizen, so. Steine wollte ich hier lassen. So. Dann müssten wir eigentlich theoretisch gerüstet sein für unseren kleinen Spaziergang. Also zwei Fackeln werde ich mal hier noch investieren. Hier ist ja noch alles dunkel. Zack. Nein. So. Und dann können wir das Portal schon mal anmachen. Und gleich mal was essen. Nom nom nom. Lecker. Steak. So. Sortieren. Zack. Level 32 sind wir schon. Na komm her. Wow. Oh, dann rennen wir da mal hin. Lalalala. Natürlich auch schön, dass wir jetzt hier so alles direkt vor der Tür haben. Wie gesagt, das hier kann man auch ausbauen. Das sieht jetzt optisch noch nicht so geil aus. Ich würde auch hier oben nochmal eine Decke wegmachen. Zack. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal kurz. Heute werden wir, glaube ich, nichts mehr weitermachen in dieser Folge. Aber erstmal gucken. Kleiner Framerate-Test live. Okay. Hier ist ja nix. Gar nichts, nix. Toll. Ah, doch, hier. Alles klar. So, wir machen uns mal hier ein... Nein. Auf C. Portal. Machen wir uns mal einen Wegpunkt. Damit wir hier auch immer wieder hinfinden. Das ist das Praktische an der... an Reis Minimap. Wow. Ich sehe schon, das wird ja hier wieder eine Sackgasse. Oder auch nicht. Ach, ist das aufregend wieder hier. Naja, wie auch immer, gut. Haben wir auf jeden Fall mal geguckt. Hölle ist scheiße. Schon mal so offiziell. Gibt's nichts. Nichts so auf den ersten Blick. Also gehen wir erstmal direkt runter, zurück zum Portal. Wieder nach Hause. Also nicht nach Hause. Dann werden wir mal ein paar Pläne schmieden. So, dann können wir mal hier mal ein bisschen die Decke hoch und da höher machen. Und dann könnte man hier vielleicht auch mal die Mossstones, also die Moossteine einsetzen. Die sind ja eigentlich ziemlich geil. Das würde ja ganz passen, dann könnte man ja, ja, ich glaube, ich habe hier schon ein paar Ideen, was man so machen könnte. Das hier, ja okay, wenn ich hier fertig bin, wird es wahrscheinlich gar keine Höhle mehr sein. Es wird dann wie so ein Raum. Die ganzen Steinchen einsammeln hier. Die werden wir noch brauchen. Wie gesagt, unser Haus ist noch lange nicht fertig. Lange nicht. Also hier muss ich mir auch noch was einfallen lassen. Das sieht noch ein bisschen schäbig aus. Man kommt jetzt hier zwar runter, so ganz schön, aber... Schauen wir mal, wenn wir uns mal schönen machen. Irgendwie. Und weg mit den Steinen. Zack. Haben wir. Kann man die eigentlich auch wegholen? Naja gut. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Tschüss.